Ja, du halt trotzdem anschreien. Was? Nein, schrei nicht die Leute an. Die haben sonst Angst vor dir. Du Gorilla. Mit der Sonne. Moin Leute! Und herzlich willkommen bei den Smoke Brothers. Bisschen mehr Enthusiasmus hier mal an den Tag legen. Moin Leute und herzlich willkommen bei den Smoke Brothers! Wow! Das ist immer wieder Flo. Und jung und frisch nach einer kleinen Pause. Toll! Wir hatten keine Pause. Mit der Oblako Killer Bowl. Jo. Wir haben uns die Oblako Killer Bowl käuflich erworben. Ich? Colin, du kannst sie immer zeigen. Ja, entschuldigen Sie, haben die Killer Bowl sich käuflich erworben und werden diese jetzt hier präsentieren in einem Video. Oblako. Ich glaube, du müsstest ein bisschen... Originalverpackung. Killer Bowl. Black Glazed. Und zwar ist das die Black Glazed Blackberry Edition. Hol jetzt mal raus, das ist natürlich original verpackt worden. Eine extra special special Edition. Eine extra special special Edition. Weil diese hat einen leichten Besonderheit. Ja, wir rauchen nämlich heute nicht mit Oblako, wir rauchen heute nur mit Blako. Okay. Den echten Blako. Nur bei uns auf dem Channel. Genau, ich habe den bestellt, war im Angebot und sehe da, so habe ich nicht mitbezahlt. Naja, wir machen uns nichts draus, vielleicht wird es irgendwann mal ein Sammlerstück. Und ja, geraucht wird heute der Allmassiver Blaulicht in der Killer Bowl mit dem Standard Kalaut Lotus 1 Plus Niris. So, ja. Fangen wir an mit Kopfbau? Fangen wir an mit Kopfbau. So Leute. Herzlich willkommen zu meinem Kopfbau in der Oblako Killer Bowl Glazed Blackberry Top. Hm? Seht ihr nochmal, Entschuldigung, meine Oblako Killer Bowl. So, wie vorhin schon gesagt, wir rauchen den Allmassiver Blaulicht. Flo hat den schon ein bisschen öfters geraucht, ich bin jetzt zum ersten Mal dabei und der ist ein bisschen gröber geschnitten, oder? So, der ist richtig fein, Junge. Was? Ja, gut. Der ist richtig Premium zum Bauen. Richtig und Premium. Ficht. Das ist aber ein massiver Ast hier. Ein massiver Ast. Oh, egal. So, rühren wir den ganzen Keuscher hier um. Blaubeere. So, und weil ich so vorbildlich bin und nicht möchte, dass hier Molasse durch die Löcher durchfällt, habe ich mir vorhin aus einem kleinen Stück Feingitter Aluminiumdraht rausgeschnitten. Das lege ich jetzt hier schön auf die Löcher. Haben es vorher natürlich nochmal professionell ausgebrannt. Nicht, dass da irgendwelche Öle dranhängen, die ja natürlich die Shisha schädlicher machen, als sie eigentlich ist. Ne? Das kann man ja nicht auf uns sitzen lassen. So, erstes Mal, dass ich jetzt eine Killer Bowl baue. Sollte nicht so schwierig sein. Ja, durch das Gitter, was wir da gebaut haben, sparen wir natürlich auch massig Tabak. Man sieht, wir haben jetzt minimal Tabak reingemacht. Boah, da passt ordentlich was rein. Ich wollte gerade sagen, du hast jetzt aber doch ein bisschen... Colin? Was denn? Jungs, wenn das kein Overpack ist, dann weiß ich auch nicht. Overpack, Mann. Guck doch mal, das sieht doch toll aus. So. Ja, mach aber Durchzug ist ein Rip. Die Oblako Killer Bowl ist übrigens bekannt für ihren guten Durchzug. Was wir nachher gleich auf jeden Fall sehen werden. Ne? Wo ich den Kopf ein bisschen feiner, schöner gebaut habe hier. So. Guck. I1 frei. Und da sind wir auch schon fertig mit dem Kopfbau, ne? Funnel ist out. Holt euch ein Killer Bowl. Heißt ein Mehrloch-Funnel. Ne? So. Weiter geht's im Kontext. So, ja, der Kalaut befindet sich nun auf den Oblako. Drei Tomcoco C25 Kohlen, Tomcoco Gold C25 Kohlen zum Anrauchen. Auf der Smokezilla Mini, zu der wir übrigens auch ein Video gemacht haben. Dies könnt ihr euch gerne angucken, liken, kommentieren, was auch immer ihr wollt. Ja, das Ding steht jetzt gute Minute, zwei. Würde mal sagen, kannst du ja mal anziehen hier. Das Ding, man sieht, raucht in die Bowl.
Rauch in die Lunge, Rauch ist draußen. So, unser lieber Flo. Durchzug ist halt absolut gut. Ich kann hier halt kein China mehr rauchen, ich kann keine Länge mehr. Tja, dann müsstest du mal öfter China rauchen. Nee, durft nicht. Ach, du durftest nicht. Ich durfte nicht. Ich war crank. Ja, kommen wir zu dem Kopf. Es ist ein Meerlochkopf, wie ihr schon gesehen habt, von Oblago. Heißt, es passt eine ordentliche Menge Tabak rein. Ihr habt nicht diesen Standard-Funnel halt, auch vom Depot her, weil halt einfach das Funnelloch entfällt. Das heißt, ihr habt einen ziemlich großen Tabakverbrauch, was allerdings auch bedeutet, dass ihr den Kopf länger rauchen könnt. Wenn man da entsprechend mit der Hitze aufpasst, dass das halt nicht zu heiß wird und dann der Tabak halt verbrennt, könnt ihr den locker bestimmt 2 Stunden rauchen, würde ich sagen. Also die Killer Bowls, die halten wirklich einiges aus. Bei der Tabakmenge. Also ich finde jetzt Durchzug ist auch echt in Ordnung, dafür, dass ich ihn so vollgepackt habe, oder? Kann sich nicht beschweren. Ja, beschweren kann man sich ja normalerweise eher weniger. Deswegen beschweren kann man sich ja normalerweise eher weniger. Zu den verschiedenen Colorwaves. Es gibt wirklich wieder massig Colorwaves von Oblago. Es gibt wieder, glaube ich, einfarbige Colorwaves. Einfarbige. Und welche halt mit Colorwave. Hier haben wir zum Beispiel den Berry. Na? Genau, probieren wir nochmal hier. Blackberry, genau. Blackberry. Genau, es gibt auch welche, die zum Beispiel jetzt nicht glasiert sind oben am Top, sag ich mal, an der Spitze des Funnels. Es gibt noch zig verschiedene andere Arten und das krasse ist bei den Oblacos, ist immer so. Es gibt immer nur eine bestimmte Anzahl von dieser Sorte. Heißt, die Blackberries sind irgendwann, diesen Glaze Top gibt es irgendwann nicht mehr, weil Oblacos halt handgemacht sind. Und wie gesagt, ich kann heute nicht reden, tut mir leid. Die stellen nur eine bestimmte Menge her und wenn die einmal weg sind, sind die weg. Deswegen ist auch immer der Grund, warum Oblacos in den meisten Shops immer ziemlich schnell ausverkauft sind. Ja, das ist halt der Andrang, vor allem auch mittlerweile in Deutschland, nach Oblacos ist halt wirklich gestiegen. Du musst teilweise wirklich Tage vorher, wenn du hörst, auf der Seite kommt ein Drop, aufpassen und dann halt schon die Seite bekämpfen. Deswegen sind auch momentan so viele Shisha-Shops einfach offline, wenn Oblaco-Drop kommt. Deswegen... Ich glaube, wir müssen auch eine Kohle runternehmen. Ja, wie gesagt, Hitzeverteilung muss da ein bisschen aufpassen, dass sich das nicht alles verbrennt. Hast du den Kohlekorb hier? Ich hole den Kohlekorb. Den obligatorischen Kohlekorb. Kohlekorb. So. Ja. Dann rauchen wir noch ein bisschen, machen noch ein paar schöne Detailshots. Und wir sehen uns dann gleich nochmal. Zeig ihn nochmal, bitte. Oh, die Muskeln. Geil. So, Leute. Wir sind mal wieder. Der Kopf ist gut angeraucht. Jo, Rauch ist da. Ja, unser Fazit zu Killer Bowl. Auf jeden Fall... Rauchvolumen 1A, Tabakverbrauch ist höchstens das einzige Mango, was man in so einer Killer Bowl sehen kann. Aber ich habe auch extrem viel jetzt reingemacht. Und ja, was halt das Geile ist, der Durchzug ist halt trotzdem extrem geil, obwohl ich jetzt relativ viel Tabak reingepackt habe. Ist nicht wie bei den ganzen Funnels, wenn ihr dann so drauf achten müsst, dass ihr so eine schöne Donutform habt, dass die Ränder außen frei sind. Habt ihr hier das Problem nicht, ihr stopft einfach ein bisschen Tabak rein, ähnlich wie beim ganz normalen Kamin-Tonkopf. Und dann passt das Ganze. No? Vielen Dank fürs Einschalten, meine Freunde. Das war unser kleines Review zu Oblago Killer Bowl. Lasst ein Like da, kommentiert das Video, abonniert unseren Channel. Okay. Bis zum nächsten Mal. Eure Smoke Brothers.